¿les conoce bien? Kennst du sie gut? Kennen Sie sie gut? Kennst du ihn gut? Ella, no lo conoce, a él tampoco. Sie kennt ihn nicht, er auch nicht. Tu no lo conoces, pero yo sí. Du kennst ihn nicht, aber ich kenne ihn. Tu no lo conoces. Pero yo sí. Du kennst ihn nicht, aber ich schon. Pero no, lo conozco a él. Aber ich kenne ihn nicht. ¿Hay un men, para niños. Gibt es eine Speisekarte für Kinder? ¿Hay un toque de queda? Gibt es eine Ausgangssperre? Gibt es eine? Sperrstunde. Hay un albergue juvenil cerca? Gibt es eine Jugendherberge in der Nähe? Hay un albergue juvenil cerca? Gibt es in der Nähe eine Jugendherberge? Hay un aparcamiento cerca? Gibt es in der Nähe einen Parkplatz? Hay un aparcamiento cerca? Gibt es einen Parkplatz in der Nähe? Hay un parque infantil cercano? Gibt es einen Spielplatz in der Nähe? Hay un problema con su fax. Es gibt ein Problem mit ihrem Fax. Hay un problema con la habitación. Es gibt ein Problem mit dem Zimmer. Hay un problema con la habitación. Es liegt ein Problem mit dem Zimmer vor. Hay restaurant en el Campamento? Gibt es ein Restaurant im Camp? Hay restaurante en el Campamento? Gibt es im Lager ein Restaurant? Hay restaurante en el Barco? Gibt es ein Restaurant auf dem Schiff. Hay restaurante en el barco. Gibt es auf dem Schiff ein Restaurant? Hay un servicio de niñera. Gibt es einen Babysitter-Service? un servicio de niñera. Gibt es einen Babysitterdienst? Hay un servicio de lavanderia. Gibt es einen Wäschedienst? Hay un servicio de lavandería. Gibt es einen Wäscheservice? Hay una tormenta. Es gibt einen Sturm. Hay un ferry. Ah? Gibt es eine Fähre nach? Hay un ferry para coches. Ah? Gibt es eine Autofähre? Nach. hay un barco cerca. gibt es ein boot in der nähe? ist in der nähe ein boot. hay un mapa de las rutas en bicicleta en esta área. gibt es eine karte mit den fahrradrouten in dieser gegend? hay conexión a internet en la habitación. Gibt es eine Internetverbindung im Zimmer? Hay conexión a internet en la habitación? Gibt es im Zimmer Internetanschluss? Hay un desbio? Gibt es einen Umweg? Hay un guía local de excursión? Gibt es einen lokalen Reiseleiter? Hay un guía local de excursión? Gibt es einen ortskundigen Reiseleiter? Hay una fuga en el radiador. Es gibt ein Leck im Kühler. Hay una piscina inflable para niños? Gibt es einen aufblasbaren Pool für Kinder? Hay una piscina inflable para niños? Gibt es ein aufblasbares Schwimmbecken für Kinder? Hay una reducción con esta tarjeta. Gibt es bei dieser Karte eine Ermäßigung? Hay una reducción con esta tarjeta. Gibt es eine Ermäßigung mit dieser Karte? Hay una reducción para discapacitados? Gibt es eine Ermäßigung für Behinderte? Hay una reducción para discapacitados? Gibt es eine Behindertenermäßigung? Hay una sala de televisión? Gibt es einen Fernsehraum? Gibt es ein TV-Zimmer? Hay escuela de esquí? Gibt es eine Skischule? Ist eine Skischule vorhanden? Hay una especialidad Gibt es eine lokale Spezialität? Hay una Gibt es eine lokale Besonderheit? Hay una playa tranquila cerca de aquí? Gibt es hier in der Nähe einen ruhigen Strand? Hay una impresora a color. Gibt es einen Farbdrucker? ¿Hay una gasolinera cerca de aquí? Gibt es hier in der Nähe eine Tankstelle? ¿Hay una estación de servicio cerca de aquí? Gibt es hier in der Nähe eine Tankstelle? ¿Hay una estación de servicio cerca de aquí? Gibt es eine Tankstelle? Hier in der Nähe. Hay una sección de no fumar. Gibt es einen Nichtraucherbereich? Hay una sección de no fumar. Gibt es eine Raucherzone? Hay un taller de reparación cerca de aquí. Gibt es hier in der Nähe eine Reparaturwerkstatt? Hay un taller De Reparación cerca de aquí. Gibt es eine Reparaturwerkstatt hier in der Nähe? Hay algún descuento si paga en efectivo? Gibt es einen Rabatt, wenn ich bar bezahle? Porque tienes que darle? Warum musst du es geben? Porque tienes que darle? Warum? Muss man das geben? Hay un Olor extraño. Es gibt einen seltsamen Geruch. Es un Perro? Es ist ein Hund. Ist es ein Hund? Es un gato? Es ist eine Katze. Ben, a mi casa. Komm zu meinem Haus. Komm in. Mein Haus. No está casada, está soltera. Sie ist nicht verheiratet, sie ist Single. Er no tiene novia. Er hat keine Freundin. Estás seguro de que es su jefe. Sind Sie sicher, dass es Ihr Chef ist? Estás seguro de que es su jefe. Bist du sicher, dass es dein Boss ist? ¿Qué pasa, esta noche, en tu casa? Was passiert, heute Nacht, bei dir zu, Hause? ¿Qué pasa, esta noche, en tu casa? Was passiert, heute Abend, bei Ihnen zu, Hause? ¿Puedo ir, a tu fiesta? Kann ich, zu deiner, Party gehen? ¿Puedo ir a tu fiesta? ¿Darf ich auf deine party gehen? ¿Puedo invitar a todos mis amigos de la escuela? ¿Kann ich alle meine Freunde aus der Schule einladen? ¿Puedo invitar a todos mis amigos de la escuela? ¿Kann ich alle meine Schulfreunde einladen? ¿Qué estás? Pensando? Was, denkst du? Was denken sie? Gestas pensando? Woran denkst du? Worüber denken sie nach? Worüber denkst du nach? Gestas, pensando. Woran, denkt ihr? Über was denkst du nach? Was haltet ihr da davon? Ay Gibt es Kerzen? Sind Kerzen vorhanden? Viven juntos? Sie leben zusammen. Quantos platos necesita ella? Wie viele Teller braucht sie? Quantos platos necesita ella? Wie viele platten Braucht sie? Quantos huevos tenemos? Wie viele Eier haben wir? Wie viel Eier haben wir? Por qué habla ella así? Warum redet sie so? Warum spricht sie so? No hay muchas cosas en la bolsa. Es sind nicht viele Dinge in der Tasche. Hay poca diferencia entre las dos. Es gibt kaum einen Unterschied zwischen den beiden. Hay poca diferencia entre las dos. Zwischen den beiden gibt es kaum Unterschiede. No hay muchas mujeres que sepan esto. Es gibt nicht viele Frauen, die das wissen. De qué Von was redest du? Wovon redest du? Worüber sprichst du? De qué hablas? Worüber sprechen sie? Wovon sprechen sie? Wovon redet ihr? De qué se trata? Worum Handelt es sich? Wovon handelt es? Worum geht es? De qué se trata? Worum geht's? Wovon ist die Rede? Um was handelt es sich? De qué se trata? Um was handelt sich das? Estoy sentada, en mi sillón preferido. Ich sitze in meinem Lieblingsstuhl. Estoy sentada en mi sillón preferido. Ich sitze in meinem Lieblingssessel. Ella no está casada. Sie ist nicht verheiratet. Tienes sed? Bist du durstig? Habt ihr Durst? Tienes sed? Hast du Durst? Du hast Durst. Tienes hambre? Bist du hungrig? Hast du Hunger? Tienes hambre? Haben Sie Hunger? Habt ihr Hunger? Seid ihr hungrig? Marseille está cerca de Niza. Marcel liegt in der Nähe. Von Nizza. Marseilla está, cerca de Nizza. Marsa liegt, ganz in der, Nähe von, Nizza. Qual es tu abrigo? Welcher sí. ist, dein Mantel? El mío, es el amarillo. Mines, ist gelb. Meiner, ist gelb. El suyo, es el naranja. Deins. Ist orange. Deiner ist orange. Está el suyo, al lado, de Santiago. Ist deins, neben Santiago. De qué nacionalidad es él? Welcher Nationalität, gehört er an? Er ist francés. Sind sie, Franzose? Bist du, Franzose? ¿No der Alemania? Bist du nicht aus Deutschland? ¿No eres der Alemania? Sie kommen nicht aus Deutschland. El gato está debajo de la cama. Die Katze ist unter dem Beet. Die Katze liegt unter dem Beet. El Baño está enfrente. De la habitación Das Badezimmer ist vor dem Zimmer El baño está enfrente de la habitación Das Badezimmer befindet sich vor dem Zimmer Los dibujos de los niños están en la pared Die Kinderzeichnungen hängen an der Wand Los dibujos de los niños están En la pared. An der Wand hängen die Kinderzeichnungen. Son personas rusas. Sind diese Leute Russen? Es un niño muy alto. Er ist ein, sehr großer Junge. Er ist ein, ganz großer, junge. No conozco su nombre. Ich kenne, seinen Namen nicht. Ich weiß, seinen Namen nicht. ¿Está casada? Ist verheiratet. Ist sie verheiratet? quantos niñas tienes? Wie viele Kinder hast du? Wie viele Kinder haben Sie? Toulon se encuentra en el sur de Francia. Liegt Toulon, in Südfrankreich. Toulon se encuentra, en el sur, de Francia. Liegt Toulon, im Süden von, Frankreich. Es Barcelona, una ciudad, bonita. Es Barcelona, eine schöne, Stadt. Es Barcelona, una ciudad, bonita. Es Barcelona, eine wunderschöne, Stadt. son tuyos estos zapatos? sind diese schuhe von ihnen? ese gorro es suyo? das ist dann hut? ist das dann hut? el ascensor es muy viejo? der aufzug ist sehr alt? der fahrstuhl ist sehr alt? No soy alta. Ich bin nicht groß. Mi hermano está con mi hermana. Mein Bruder ist bei meiner Schwester. ¿Qué es lo que está debajo de la silla? Was ist unter dem Stuhl? ¿Qué es lo que está debajo de la silla? Was befindet sich unter dem Stuhl? Mi padre café. Mein Vater will Kaffee. Mein Vater möchte Kaffee.